zwar weh, aber es macht Spaß. Was zur Hölle? Völlig am Ende. Drei Uhr sieben. Aufstehen. Morgens, Robert sucht sein Handy. Das Auto sieht aus, wie ich mich fühle, durcheinander. Bibi geht's gut. Oh, mit dem Licht. Ihm geht's prima, er ist Leistungssportler. So wie ich, nicht. 4.20 Uhr. Die Sachen werden jetzt noch gepackt, nochmal Trinkblase gefüllt und dann geht's los zum Startpunkt. Kaffee ist schon intus. 5 Uhr morgens, ist noch nachts, der Mond scheint noch und jetzt geht's los. Stoneman Dolomiti, auf geht's. Halt, Moment mal, was ist denn dieser Stoneman Dolomiti überhaupt? Der Stoneman Dolomiti ist ein anspruchsvoller Gebirgslauf mit insgesamt 55 Kilometern und 3.500 Höhenmetern in der schönsten natürlichen Landschaft überhaupt, den Dolomiten. Dieser Lauf oder auch Wanderung kann man in 1, 2 oder 3 Tagen absolvieren. Mein Ziel war es, innerhalb der ersten 24 Stunden ins Ziel zu kommen. Und los! Tschüss, Bibi! Viel Spaß! Auf geht's auf den Wanderweg. Die ersten Meter führen uns hinauf durch den dunklen Wald Richtung Plätzwiese. Es geht hier übrigens einen Skihang hinauf. Ganz wichtig, die Körpertemperatur kontrollieren. Nicht so viel schwitzen, deswegen erstmal die Jacke aus. Die ersten 4 Kilometer sind gemacht, weiter geht's. Berghoch. So, die ersten Navigationsprobleme. Hier ist natürlich kein Internetempfang und ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Da vorne war die erste Alm, die ist natürlich noch geschlossen. Da sind die Berge, da muss ich irgendwann irgendwie rüber. Na, mal schauen, wo ich mich lang finde. 7 Kilometer. Die ersten 700 Höhenmeter sind auch geschafft. Kurz verlaufen. Aber jetzt bin ich auf dem richtigen Dolomiten-Höhenweg und ja, geht auf jeden Fall schön bergauf. Saarsattel. Dort ist der erste Checkpoint. Weiter geht's auf dem Weg 16b. So, hier geht's lang zum ersten Checkpoint und der ist wahrscheinlich da oben auf dem Sattel.
hier wird es auf jeden Fall ein bisschen spannender. Da geht's rüber. Ja, wenn das mal keine Sicht ist, Wahnsinn. Aber weiter geht's nach oben. Der erste Stempel. Yes. Und weiter geht's. Zack. Die ersten Hindernisse. Von da hinten gekommen, ging es hier runter und nun wieder hier hoch. Schupp. Da geht's weiter. Thank you.
Und hier auch wieder so eine kleine Schlüsselstelle. Ich denke mal, hier kommen oft mal Moränen runter, ab ins Tal. Und wie man da oben sieht, der Holzsteg, da müssen wir hin. Geschafft. So, kurze Pause beim Berggasthof. Ich habe super Support dabei. Kleine Portion Müsli, eine Banane und ein Cappuccino und dann geht's auch schon weiter. Wasser wurde auch aufgefüllt und wir sehen uns gleich auf der Strecke. Zur Rossalm. Bis später. Und natürlich geht es wieder schön bergauf. Im Hintergrund sieht man noch die Alm bzw. den Berggasthof, wo ich gerade noch Pause gemacht habe. Und jetzt geht es schon wieder hoch Richtung nächste Alm. Ganz nett, würde ich sagen. Es ist jetzt 10:30 und die Sonne, die brennt schon richtig. Heute soll auch ein richtig, richtig warmer Tag werden für Mitte September. Ich bin jetzt hier auch in einem Tal, wo absolute Windstille herrscht, was natürlich nicht förderlich ist. Aber ich denke mal, hier komme ich auch ziemlich zeitnah raus, wenn ich mir das so angucke. Von da hinten ging es hier runter bis hierhin. So, und jetzt kommt sowas. Und es geht auch leicht bergab. Also etwas ausgesetztere Stelle, aber mit Kettensicherung.
Oh, sehr hübsch hier. Wow. Flitzen wir mal ein bisschen. Mal richtig Geröll runtergekommen, eine richtige Moräne. Wahnsinn. Und hier steht einfach mal ein einsamer großer Baum. Mal gucken, wo das hier lang geht. Um das Geröllfell musste dann ein kleiner Umweg her. Mal was gönnen. Das war ein Aufstieg. Sehr technisches Gebiet hier, wie man sieht. Extremst viele Steine und kaum Tritte. Muss man sich halt immer sehr stark suchen, was natürlich total auf die Konzentration geht. Und das nach der Ochsencharte, die sehr anstrengend war, ist das alles nicht so leicht. Aber das gehört dazu. Wir wollten technisches Gelände, jetzt kriegen wir es. Ach ja, wieder mal was ganz anderes. Ein See, schön, sogar mit Schilf. Und das in fast 2200 Meter Höhe.
Also das erinnert mich eigentlich nur an eins. Hi! 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 Denn hier oben bist du zu Hause. Yeah! Wie ihr seht, man dreht schon langsam durch. Aber es macht noch Spaß. Es tut zwar weh, aber es macht Spaß. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der Freund von Straßen, aber nach dieser technischen Passage tut das hier auch mal richtig gut, denn hier kann man auch mal laufen lassen. Und das ist gar nicht so verkehrt, als Abwechslung mal. Seht ihr den Berg da hinten? Ich glaube, da geht's noch rauf. Checkpoint Nummer 3. Da muss ein Selfie gemacht werden. Dann runter und ab nach Hause. Shit. So, Freunde, den Berg da gibt es noch. Wo ist er denn? Der da. Den gibt es noch zu erklimmen. Was zur Hölle? Das ist eine richtige Kraxelei. Boah. Da muss ich noch hoch und dann da hoch. Mal schauen. Ich bin fertig. Das ist hoffentlich die letzte Scharte. Ach, ich kann nicht mehr. Hoffentlich die letzte. Völlig am Ende. Das sind, glaube ich, nur 11, 12 Kilometer. Aber die ziehe ich jetzt auch noch durch. Wow. Was ein Ausblick, ey. Das ist schon ganz schön krass. So, da geht's jetzt runter. Die restlichen 12 Kilometer habe ich dann nicht mehr so viel gefilmt, weil ich einfach nur noch ins Ziel kommen wollte. Der Weg führte hinunter eines ziemlich steilen Geröllfeldes in einen Wald vorbei an der Grünwaldalm bis hin zum bekannten Pragser Wildsee. Dort vorbei, dann noch ein paar Straßen und Forstwege hinunter bis nach Prags, was nicht nur Start, sondern auch gleichzeitig Ziel war und wo ich völlig fertig nach insgesamt 13,5 Stunden angekommen bin. Bibi, komm! Letzten Meter! Komm, komm! Komm, renn zusammen! Komm, mein Schatz! Komm, mein Schatz! Komm! 55 Kilometer bei den scheiß Dolomiten!
54,5 Kilometer und 3430 Höhenmeter in insgesamt 13 Stunden 33 Minuten zeigte meine Uhr am Ende. Und das Beste, ich habe noch am selben Abend von Roland Stauder, dem Erfinder des Stoneman, höchstpersönlich die goldene Trophäe überreicht bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Gefällt mir da und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald, euer Robert.